So, heute säen wir hier mal Tomaten aus. Ich habe mir da hier unten Nummern dran gemacht, dass ich weiß, was was ist. Und da habe ich analog jetzt hier daneben eine Liste. Und da kann ich euch sagen, zum Beispiel, dass die Sorte 1 die Balkonzauber ist. Das ist so eine kleinwüchsige Tomatensorte. Die wird maximal so einen halben Meter hoch und ist deswegen hervorragend für Anbau in Gefäßen geeignet, also Töpfen. Soll angeblich laut Saatguthüte auch im Balkonkasten funktionieren. Genau. Jetzt haben wir hier die Sorte 2. Das ist die Buschtomate Rotkäppchen. Das ist dann schon eher etwas Größeres. Die fällt dann so in Richtung Salattomate eher. Ist eine mittelfrüh reifende Sorte. Genau. Und wieder Saatgut rein. Erde drauf. Fertig. Dann kommen wir jetzt zur Sorte 3, das ist die Gartenperle. Ist auch wieder eine Salattomate. Genau. Auch wieder rotfrüchtig. Ja, und da piepelt er das auch wieder dann zu. Und dann kommen wir, wenn er da fertig ist, zur Sorte 4. Das ist die Auriga. Die muss, wenn die Früchte reif sind, recht orange Früchte haben. Und muss eine Traditionssorte sein. Hier seht ihr das mal auf dem Bild von der Saatguthüte. Das ist also eine orangefruchtige Salattomate. War ein Etikett drinne. Dann schneidet man dann hier mal das Tütchen auf. Ja, ich weiß, das ist jetzt mit dem Licht blöd. Deshalb. Ah, jetzt funktioniert es gut. Und das machen wir jetzt mal auf. Das ist dann unsere Nummer 4. Da sät er das wieder einfach Korn für Korn dann ein und biebelt das wieder zu. Dann kommen wir jetzt zur Sorte 5. Das ist wieder mal Saatgut, was ich noch von dem Gewinn übrig habe.
übrig hatte, wo ich damals bei diesem Jubiläum, oder nee, was war das, 100 Abonnenten Spezial beim Balkonversorger Michael, was ich da gewonnen hatte, ist die Black Cherry. Die hat, wie der Name schon sagt, recht dunkle Früchte. Ja. Und ich verlinke euch übrigens oben, wenn das funktioniert, und unten in der Infobox mal den Kanal von Michael. Da war jetzt recht lange ruhig. Aber der hat, glaube ich, im Herbst mal ein Video geteilt, dass er jetzt einen frischen Garten hat. Da hoffen wir ja mal, dass da wieder richtig gute Videos kommen. Wie gesagt, habe ich euch dann vorhin oben und auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde ich sagen, Tschüssikowski. Und hat euch dieses Video gefallen, dann gebt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder.